Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute habe ich ein kleines Q&A für euch, also ich beantworte eure Fragen. Die erste Frage ist, warum bist du ein Senior? Also erstmal, Senior bedeutet Zwölftklässler und ich bin hier ein Zwölftklässler, weil meine Schule so klein ist und die Schule deswegen sagt, dass die Austauschschüler Seniors, also Zwölftklässler sein können, weil man als Senior mehr macht. Also meine Schule hat ein Senior Trip am Ende des Jahres, wo alle halt wegfahren zusammen. Und man macht einfach viel mehr als Senior und deswegen hat man mehr Möglichkeiten und deswegen bin ich hier ein Senior. Die zweite Frage ist, machst du einen Schulsport? Ja, ich mache einen Schulsport und zwar habe ich gerade mit Basketball angefangen. Dazu werde ich noch ein separates Video machen und euch ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn es länger vorangeschritten ist, die Saison, sag ich mal. Aber ja, ich mache einen. Hattest du Probleme mit der Sprache und wie machst du das, wenn du was nicht verstehst? Ich muss sagen, ich hatte echt Schiss davor, hierher zu kommen und die Sprache zu sprechen, weil ich immer der Meinung war, mein Englisch ist überhaupt nicht gut. Aber dann kam ich hierher und ich hatte eigentlich kaum Schwierigkeiten. Natürlich, man weiß manchmal nicht ein Wort oder so und dann ist man, okay. Aber dann guckt man das einfach nach oder versucht es einfach zum Schreiben. Und wenn ich was nicht verstehe, was eigentlich öfter ist, weil ich das akustisch einfach nicht verstehe, dann muss ich einfach nachfragen und dann sagen sie es nochmal. Und entweder verstehe ich es dann oder ich verstehe die Worte nicht und dann sage ich das halt und dann versuchen sie es anders zu erklären. Also solange du offen bist und sagst, ich verstehe das nicht, dann ist alles gut. Die vierte Frage ist, hattest du Zweifel, bevor du dich beworben hast, dass du das schaffst und dass es das Richtige für dich ist? Ja, hatte ich. Ich habe mich ein Jahr davor erst dafür entschieden ungefähr. Also es war nicht wie bei anderen mein Kindheitstraum oder so. Es war, manchmal war es wirklich so, Nele, warum machst du das? Warum machst du das? Und dann gab es auch immer wieder Momente, wo ich mich so drauf gefreut habe. Also es hat immer geschwankt, aber ich glaube, das ist normal. Und man muss einfach den Schritt wagen. Besprecht ihr in US History nur amerikanische Geschichte oder auch weltweit? Also US History ist die Geschichte der USA, also sprechen wir eigentlich nur über die Geschichte der USA. Aber bestimmte Sachen, da muss man einfach die Weltgeschichte auch so ein bisschen zu kennen. Also zum Beispiel, wenn wir über den Zweiten Weltkrieg irgendwann sprechen, dann ist es natürlich wichtig, was da in Europa abgegangen ist. Die sechste Frage ist, ist Sport getrennt, also Jungs und Mädchen? Ja, es ist getrennt, also Sport wird hier saisonweise gespielt und immer Jungsmannschaft und Mädchenmannschaft. Und es gibt auch nicht jeden Jungssport für die Mädchen und auch nicht jeden Mädchensport für die Jungs. Aber wie gesagt, dazu wird es noch ein separates Video geben. Über was schreibt man Tests in Choir? Ist das wie Musik? Nein, das ist nicht wie Musik. Choir, also Chor, ist nur singen. Wir haben bisher nur einen Test geschrieben und das war der Hintergrund zur Nationalhymne der USA. Wir haben das halt ein bisschen behandelt, weil wir das Lied gerade singen und deswegen haben wir darüber einen Test geschrieben. Ansonsten haben wir bisher nichts geschrieben. Chor ist ein sehr leichtes Fach, also wir machen nicht jeden Tag was. Manchmal sitzen wir auch einfach nur da und singen Karaoke oder so. Die achte Frage ist, in welcher Stufe bist du in Deutschland? Ich habe in Deutschland die 10. Klasse beendet und wäre jetzt in der 11. Bin ich aber nicht, weil ich ja hier bin, also bin ich quasi zwischen der 10. und der 11. Und wenn ich wiederkomme, muss ich dann in die 11. und dann in die 12. Also habe ich quasi ein Jahr extra. Wie machst du das mit dem Skypen? Hast du genug Zeit? Ja, ich habe genug Zeit. Ich nehme mir die Zeit, weil mir ist es wichtig, mit meiner Familie zu skypen, mit meinen Freunden und mit meinem Freund. Und dann nehme ich mir die Zeit und meine Gastfamilie versteht das auch total, dass ich Kontakt halte. In einer Woche ist es, dass ich mit meiner Familie und meinem Freund skype. In der nächsten Woche skype ich mit niemandem. Das kommt immer ganz drauf an, wie ich halt Zeit habe. Aber ich nehme mir die Zeit. Wann kommst du abends heim? Ist dir manchmal langweilig oder hat man eher zu wenig Zeit? Also, seit Basketball angefangen hat, komme ich ungefähr gegen 6 heim. Das wird aber nur ein paar Wochen so bleiben. Weil dann ändert sich wieder was und dann komme ich früher heim. Ja, manchmal ist mir langweilig, aber wenn mir langweilig ist, dann gucke ich einen Film oder versuche mich zu beschäftigen oder so. Und es ist eher so, dass ich
wenn ich nach Hause komme, erschöpft bin und dann ins Bett gehe und dann noch ein bisschen relaxe. Das ist für mich keine Langeweile. Also um es auf den Punkt zu bringen, ich habe kaum Langeweile. Hattest du schon Heimweh und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Wenn ihr meine Videos geschaut habt, wisst ihr, dass ich schon Heimweh hatte. Dass es auch ziemlich doll war. Und ich habe auch immer mal wieder so Heimwehattacken. Die sind nicht mehr so groß wie am Anfang. Aber ich glaube, dazu werde ich dann in der Mitte vom Jahr oder so nochmal ein Video machen. Wie ich damit umgegangen bin, kurz und knapp. Ich habe einfach Kontakt mit meiner Familie gehalten und mit meinen Freunden, weil das hilft mir. Und ich habe mich abgelenkt. Beides. Musstest du Mathe wählen? ja, musste ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Habe ich nicht gewählt, habe ich einfach bekommen und es stört mich nicht. Es ist noch nicht schwer und deswegen. Ich glaube, von meiner Organisation aus musste ich es nicht wählen, aber von meiner Schule oder so? Weiß ich nicht. Und die letzte Frage. Sitzt du bei solchen Dingen immer alleine rum oder weißt du, was du machen musst? Oder sind da Freundinnen, die dir alles erklären? Das ist auf das Homecoming-Video bezogen und zwar war Liefe ja im Homecoming-Court, deswegen war ich quasi alleine, aber ich habe dann einfach mich zu Leuten gesetzt, die ich kenne und erklärt oder wissen, was ich machen musste. Ich musste einfach zum Footballfield gehen und mich da hinsetzen. Das war jetzt nicht so schwer und ich bin einfach mit der Menge mitgegangen und mit Freunden oder Leuten, die ich kannte. Und dann habe ich das gemacht, was die gemacht haben und vorher haben mir das auch Leute erklärt. Also ja, wenn du musst einfach nachfragen. Frag einfach, wenn du was nicht weißt und die Leute werden dir es erklären. Ach so, genau. Ich wollte mich für 1000 Abonnenten bedanken. Oh mein Gott, das sind so viele Leute. Nee, Dankeschön. Einfach Dankeschön. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie mir natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben. Auch Videovorschläge oder irgendwas, woran ihr interessiert seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!